So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Wir sind dabei, das Innenstadt- oder ja, Außenbezirk-Innenstadt-Layout anzudünken. Ich habe gesehen, ist ein bisschen dicht an der Autobahn dran. Vielleicht, gut, wir können die wegen Wasser und Abwasser nicht großartig ändern. Aber dann können wir wenigstens hier vielleicht ein paar Häuser noch drumherum setzen. Mal gucken. Ich dachte mir, wir bauen vielleicht eine große Busplattform noch hin. So ein Busbahnhof XL für ein paar Arbeiter wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir den hier irgendwo hätten. Ich habe den hier, die Bushaltestelle aus dem Spiel, haben wir noch was anderes? 700 Arbeiter, 700, 500, oh, wo ist es? Da, 340, 500, 750, 2000, die da wäre gut. Oder 1000. Die kostet genau gleich viel. Okay, die kosten gleich viel. Das wäre einmal, würde die so aussehen. Und die hat nur eine Ein- und Ausfahrt. Die auch. Wo ist jetzt der Unterschied zu der? Ist doch die gleiche. Ah, da ist ein Workshop-Objekt ins Spiel mit reingekommen. Alles klar. Weil die andere gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Ich glaube, die hier ist halt ein bisschen besser mit rein- und rausfahren. Und dann würde ich das irgendwo hier so als Bushaltestelle planen, die dann angesteuert wird, nicht wahr? Mal gucken. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Das steht nicht gerade. Ich glaube, hier steht aber eh nichts gerade zueinander. Aber von daher... Das ist wahrscheinlich eh egal. Aber wäre vielleicht besser, wenn wir das zumindest an den Gebäuden hier orientieren. Und dann haben wir gesagt, so rum. Und so weit hinten wie möglich vielleicht. Vielleicht kriegen wir da noch ein Gebäude zwischen. Irgendwann. Was sollte dazwischen? Wir werden schon was dafür finden. Und eine lang genug Anfahrt, wenn hier viele Busse rein und raus fahren. Okay, wir müssen aber von der zuerst abgehen, sonst kriegen wir es nicht hin. So, dann stehen die Busse nicht auf der Straße. Okay, hier will ich eigentlich nicht, dass irgendjemand ranfährt. Deswegen würde ich das vielleicht so machen, dass wir hier hinten dann auf der Höhe... Oh, das war schief. Auf der Höhe. Hier hinten irgendwo ranfahren. Und da zum Kies kommen. Ah, ich habe den Parallelmodus aus. Mir schon gewundert, warum das gerade nicht klappt. Dann können jetzt auch die Baufahrzeuge schneller hier reinfahren. Sind wir mit der Planung erstmal soweit okay? Hier stimmt irgendwas nicht. Jetzt stimmt's. Das sind auch so Sachen, nicht? Man setzt es. Eigentlich dürfte das gar nicht gehen. Und dann fällt einem auf, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann entdeckt man da diesen kleinen Fauxpas vom Spiel. So, hier wieder eine Bushaltestelle vorsehen. So, perfekt. Da haben wir nämlich den Weg nach unten. Zeig mir den Weg nach unten. Oh, Busauffahrt. Genau um die hier. Könnte natürlich zu eng werden. Aber andererseits wird das hier eine Vorfahrt. Die Busse kriegen keine Vorfahrt. Und... Eigentlich sollten die Busse ja lange Zeit das Einzige sein, was in dieser Stadt fährt. Oh, von daher. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Wird sich dann zeigen. Okay, dann haben wir da, da und da eine Bushaltestelle. Und drumherum können wir den Rest setzen.
Strom haben wir jetzt einmal hier. Der geht theoretisch überall hin. Ich würde trotzdem einmal Strom hier hinten vielleicht Richtung Krankenhaus oder sowas vorsehen. Oder im Gym. Eigentlich müsste es eher so rum sein. Ich meine, wir brauchen eh mehr als einen von diesen Stromanschlüssen, davon mal abgesehen. Also mitten auf freiem Feld finde ich den halt auch nicht so hübsch. Was haben wir denn noch? Die anderen waren alle ein bisschen problematischer aus dem Workshop. Die gehen alle von einem Gebäude ab, was ein bisschen, ja, fehlkonfiguriert war. Oh, und wir brauchen eins, was nämlich hier hingeht. Stimmt, ich erinnere mich. Vielleicht, wenn wir den hier hinsetzen. Ja, dann sind die Pumpen fürs Abwasser mit drin. Perfekt. Ich glaube, dieses Häuschen hier gegenüber vom Krankenhaus, damit kann ich leben. Und das kriegt dann unterirdisch einen wunderschönen Anschluss. Und ich würde sagen, lassen uns ein paar frei. So, theoretisch. Ich breche aber nochmal ab. Weil wir gehen erstmal auf 9 Meter runter. Dann lassen wir noch ein bisschen mehr frei. So. Falls wir nämlich dann Wasser oder irgendwas setzen, sind wir uns selber nicht im Weg. Plong. Und damit können sie erstmal alles bauen. Wir können auch hier wieder die Bodenbereinigung machen, damit alles hübscher wird. Ich liebe es. Das ist irgendwie das ist so eine Sache. Eigentlich ist es ein scheiß Problem-Feature. Und trotzdem macht das irgendwie höllisch Spaß, einfach in diesen Boden zu pinseln. Um dann noch letzten Rest so zu erwischen, dass der wieder grün wird später. Das ist wie so ein Minigame. Was eigentlich gar keins sein sollte. Okay. Und dann Steuerung 2. Können wir das alles ein bisschen beschleunigen und sehen, wie die Stadt im Zeitraffer einfach gezogen wird. Die Gebäude entstehen. Das Kino ist schon fertig. Einkaufszentrum, Krankenhaus. Bushaltestelle. Das geht ratzfatz, nicht? Die haben schon, glaube ich. Ja, doch. Die haben noch ordentlich zu tun. Aber das ist doch. Das nenne ich mal Innenstadt. Sonst habe ich hier mal klein gebaut, aber ich finde, dieses bisschen, was man an Baukosten spart, das hat man schnell wieder raus. So, wir können schon mal die Krankenwagen kaufen. Und welche wollen wir denn diesmal holen? Also sonst bin ich immer nach Geschwindigkeit gegangen und habe ich den aus der Tschechoslowakei genommen. Aber ich finde eigentlich den lettischen immer am hübschesten. Der hier wird sogar bis 98 gebaut. Der fährt 90, der fährt halt 100. Und der ist halt am günstigsten. Das ist das Argument, davon kaufen wir 2. Kulturzentrum läuft. Ja, und der Wasseranschluss, das ist dann auch nochmal interessant, wenn er fertig ist. Achso, den haben wir ja noch nicht. Wir haben ja nur die Vorsorgung. Stimmt. Wir haben ja hier nur die Vorversorgung, nicht die Hauptversorgung. Das heißt, wir können noch irgendwo einen Mistkübel hinsetzen, der die Gebäude anbindet. Vielleicht eher in die Richtung.
Vielleicht machen wir das zum Gym hin. Und haben wir hier noch irgendwo einen Verteiler? Vielleicht hinter der Kneipe? Ich krieg nur das zweite Rohr nicht hin. Beziehungsweise die Pumpe. Wir wollen ja da unten ran. Da, vielleicht hier hinterm Kino. Oder hier? Schon sehr eng aneinander. Ja, hier hinterm Kino vielleicht. Da haben wir zur Straße hier noch ein bisschen Platz. Reicht das für die Pumpe? Kriegen wir die auf die Seite vielleicht? Auf der Seite kriegen wir die nicht. Da fließt auch irgendein... Ah, das ist das Stromkabel. Gut, dass wir das zu tief gesetzt haben, hoffe ich. Oh, da ist der... Ah, da ist die Straße. Aber die Straße brauche ich ja eigentlich gar nicht an der Stelle. Fällt mir gerade mal auf. Kann ja wieder weg. Eigentlich brauche ich die Straße hier nur bis hier. Bis zum Kino. Obwohl, es soll schon eine Durchfahrstraße sein. Aber dann muss ich ein bisschen mehr Abstand kriegen. Weil dann... Obwohl, das wäre okay. Dann würde die mit der hier... Da ist da quasi eine de facto Kreuzung. Aber ja. Ich hab Schlimmeres. Das hier zum Beispiel. Da ist irgendein... Irgendwas ist da gewesen. Der hat mich nicht gerade bauen lassen. So. Das ist... schwierig. Jetzt haben wir's. Besser. Das ist halt... Man kriegt das einfach nicht gerade hin. Das, und das sind die Momente, wo ich sage, Mann. Das ist doch scheiße. Ich meine, klar kommt das alles daraus, dass ich nicht gerade baue. Aber dann finde ich trotzdem, wäre es cool, wenn das irgendwie kompensierbar wäre. Und ich meine, man kann ja schon einstellen, feinere Justierung, aber die hilft halt nicht. Ist noch schlimmer geworden. Ich glaube, das macht es nicht besser. Ich hoffe halt... Ja, jetzt habe ich noch krassere Winkel. Blöd ist halt, ich kann nicht erst den Fußweg bauen und dann die Straße anbinden. Das wäre halt... der Gamechanger in dem Moment. Und jetzt kann ich das hier nicht bauen. Aber wartet mal, vielleicht bauen wir erst den Weg daran. Nicht mal das kriege ich gerade gesetzt von Hand. Immer noch nicht. Jetzt habe ich zu weit. Schade, dass man auch nicht markieren kann, irgendwie eine Linie oder so. Ist auch. Das sieht einfach nur falsch aus. Wenn ich von dem anfange, geht das vielleicht besser? Okay. Ist genug Abstand. Manchmal reicht der Abstand nicht. Aber wenn ich das hier erstmal gerade verbinde, ist okay. Und dann die Straße ziehe. Ja. Wow. Dann kommen wir da nämlich zu einem Ziel. Und dann können wir da
nämlich nochmal gucken wegen dem Abwasser und dann, oh Wunder, passt das nämlich wesentlich besser. Muss ich mal aufpassen, die fahren direkt los, wenn man das anbindet. Warum habe ich den denn da in die andere Richtung gebaut? Also, ich weiß nicht, ob ich es manchmal nicht sehe, aber ich denke da in dem Moment, wo ich setze, noch dran, denk dran, dass du es so setzen sollst und dann entweder vergesse ich es oder durch das Spiel erkenne ich es nicht gut genug und setze es deswegen falsch. Bin da immer ein bisschen unschlüssig. Okay, reicht bei weitem nicht. Das ist doch schief, oder? Also ist alles irgendwie krumm und schief. So, wir orientieren uns an denen. Das wäre gerade. Ich mach dich hier hin. Der Weg ist halt nicht gerade. So, dann baue ich dich hier hin. Du bist gerade. Dann baue ich dich hier hin. Man kann die Pfeile immer so überlagern, dann sieht man das, ob das passt. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Den Weg von dem hier in die falsche Richtung zeigen lassen. Es ist... Ich hätte halt gern, dass man es einfach nachträglich ändern kann. Das wäre so smart. Das würde mir das ganze Leben noch mehr erleichtern, als die Punkte da anzubringen. So... Dann so. Genau. Und ja, lieber ein großes an der Stelle. Verbinden, verbinden, verbinden und du zum zentralen Ding daran. Und dann hätten wir auch eine Abwasserversorgung für die. Frischwasser fehlt dem jetzt noch. Die ersten Wohnhäuser würde ich auch hier hin machen. Und Frischwasser kommt da an. Kann also durchaus auch vielleicht parallel hier hingesetzt werden. Da hatte ich sogar eine Pumpe schon vorgesehen, das passt. Müsste aber dann auf diese Seite und da ist ein Weg. Das ist blöd. Du kannst auf diese... Ja, aber da ist blöd. Da komme ich nicht drüber eventuell. Na, doch schräg. Ob das klappt. Okay, also würde ich... Ach so, aber wenn ich so rüber will, müsste ich so machen. Ja, das sieht... Ja, da komme ich nicht rüber dann. Hier kann ich es nicht hinsetzen. Und hier hätte ich das gleiche Problem. Vielleicht, wenn ich das... ...so setze. Ach du Scheiße! Was sind das? Nein. Was sind das für ein Scheiß? Ja, bitte, so. Einmal durchs ganze Land gebaut, die Leitung. So, und bist du da dran? Es sieht immer aus, als ob das nicht passt. Bin immer so ein bisschen skeptisch. Und dann... irgendwo hier den Wasserverteiler hin. Haben wir da alle mit drin? Ja. Dann setzen wir den hier hin. Wunderhübsch, oder? Ah, shit. Die stehen jetzt alle auf dem Weg, kann das sein? Ah, kann ich auch nochmal wegnehmen. Kann ich den Weg...
Ja. 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 Dann sind die alle angebunden. Ganz schöne Fummelei. Aber dann hätten jetzt alle Wasser und Strom, wenn das fertig ist. So, die Baubüros, wir sehen, sind ausgelastet ohne Ende. Also können wir den Beschleunigungsmodus anmachen. Und ein paar... Ja, wahrscheinlich... Wir sind schon im Jahr 64. Ich glaube, so langsam war ich noch selten. Obwohl wir so viele Baubüros haben. Also ich muss sagen, mit zwei großen Baubüros war ich wesentlich effizienter beim Bauen. Als mit 12 kleinen Sechsern. Hätte ich nicht gedacht. Aber dafür haben wir jetzt alles. Es fehlt ja nichts mehr. Wir können die erste Fabrik in Betrieb nehmen. Wir können die Leute mit Bussen transportieren. Wir brauchen nur Einwohner, Schulen, Kindergärten. Aber wie lange die halt brauchen für so die Rohrdinger, nicht? Klar, Tiefarbeiten, Hochtiefbau, muss alles erst weggenommen werden. Aber die Tage und Wochen rasen nur so hin. Ich meine, ich find's cool. Also das macht ja das Spiel aus. Aber da merkt man, ich meine, die haben die Häuser in einem Monat hochgezogen. Oder zwei. Und hier, man sieht, das gibt einfach kaum Fortschritt. Weil so viele Ressourcen für so ein langes Rohr benötigt werden. Und das fahren ja ständig Autos dahin. Was das für ein Unterfangen ist. Inzwischen schon Juli. Und ich sehe rechts gar kein Progress so richtig. Ich meine, das hier oben ist immer noch nicht gebaut. Was ist denn hier los? Warum? Bau wurde unterbrochen. Okay, hohe Priorität. Es ist alles da. Es fehlen nur ein paar Arbeiter für den Bauschritt. Das Ding. Hohe Priorität. Aber ohne das funktioniert gar nichts. Vielleicht müssen wir denen da mal ein bisschen Feuer unterm Hinter machen. Dass die Dinger hier alle hohe Prioritäten kriegen. Ich habe so das Gefühl, das Spiel ballert die ganze Zeit Arbeiter in Stellen rein, wo gar nichts ist. Oh. Ich will halt, da hinten die Dinge haben wir ja vor 2 Jahren gesetzt. Also da funktioniert der Algorithmus noch nicht so gut. Lustigerweise sehen wir rechts, ich habe alles auf hohe Priorität jetzt gesetzt. Ah, und die ersten Fahrzeuge kriegen Reparaturwarnung. Das heißt, wir brauchen ein Reparaturgebäude als erstes. Was ich durchaus verstehen kann. Ich hätte gedacht, bis 64, 65 hätten wir es locker drin. Und, oh, ich sehe ja gerade, er kriegt hier Probleme. Ich glaube, wir brauchen langsam dann auch noch eine Tankstelle. Die könnten wir noch bauen. Aber ohne Tankstelle werden die Busse hier Probleme kriegen. Vielleicht direkt an der Bushaltestelle. Hier zwischen. Das ist doch perfekt. Einspurig. So, und die hat 60 Liter, 70 Liter, 30 Liter. Dann nehmen wir die hier. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Die kriegt auch keinen Fußweg, nicht? Vor Tankstellen, da dürfen Menschen auch nicht langlaufen. Sowas finden wir nicht gut.
Es sind echt auch so. Also von der Tankstelle ist die höchste Wahrscheinlichkeit, überfahren zu werden, finde ich immer. Die rasen einfach von der Straße. Schaffe ich noch. Zopp. Ich fahre zum Tanken. Und egal, ob da Menschen oder Fußgänger sind oder Radfahrer sind, das ist egal. Sie müssen jetzt tanken. Und da oft über Tankstellen einfach so nur Flächen sind und gar keine richtigen Wege, sieht man nicht mal, ob das Radwege, Fußgängerwege sind. Deswegen finde ich unsere Anlage gut gelungen. Wir können auch, es gibt noch so ein paar Sachen, zum Beispiel hier, Rollbahn oder Kiesstreifen, aber ich finde Rollbahnfläche eigentlich ganz hübsch. Wir können hier auch einfach mal alles zum Beispiel schön einbetonieren. Das sieht doch wunderbar aus. Vielleicht müssen wir das hier auch mit anderen Flächen machen, die halt so hässlich sind, dass wir da wirklich dann so Betonsachen drunter setzen, visuell. Vielleicht Kies oder so könnte man hier drunter machen. Das wäre eine Option. Ich meine, das ist wirklich nur dekorativ und hat keinen weiteren Einfluss. So, auf der Seite weiß ich noch gar nicht, wie der Weg läuft. Oh oh. Man kann es jederzeit auch wegnehmen. Wenn wir sagen, das gefällt uns hier nicht. Aber man sieht schon, das ist schwierig einzustellen. So ein bisschen Überlagerung hat man immer. Ah, hier ist nicht gut geworden. Ja gut, ihr wisst, worauf es hinausläuft, nicht? Kann man später machen, wenn alles fertig ist. Und dann vielleicht lieber kleinteilig. Eine Seite zu einer Seite, dass man sagt, von hier nach da. Und dann von hier nach da. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann die Straße nicht mit überlagert wird. Und hier kann man ja noch Asphalt machen oder so, wenn man möchte. Und das hätte ich gerne als Grünrasen. Das muss es doch als Patch geben. Da kann ich mal gucken. Davon gibt es nämlich ganz viele. Ich habe die bisher nicht beachtet. Hier essen die Dinger Boden wiederherstellen. Nee, wo war das? Gelände, Abriss. Hier. Dekorative Flächen. Dekoratives Pflaster. Okay. Weil hier Gras oder so hinzuzimmern, das wäre doch was. So ein schön grünes, helles Gras. Auf jeden Fall besser als dieser Sand. Ich mag den Sand halt gar nicht. Okay, und wenn wir da eine Tankstelle haben, hier oben wäre auch noch eine Tankstelle gut und da auch. Da hier später Schienen langlaufen, wäre, wenn auf der Seite die Tankstelle gut oder halt da oben. Und dann müssten alle immer da rausfahren, da tanken und wieder zurückfahren. Oder wir machen halt hier so eine Autobahntankstelle. Dass man sagt, von hier und dann da rauf, dann kreuzen die sich mit denen. Das wäre blöd. Nee, mir gefällt eigentlich lieber das außerhalb besser. Dass wir da auch noch eine vorsehen. Tankstellen. So, da nehmen wir aber eine 60 Liter Treibstoff. Warte. So würden die sich nicht kreuzen, nicht? Die würden auf der rechten Spur hier reinfahren und auf der rechten wieder raus. Genau, wenn ich die andersrum mache, wäre doof.
Strom hätte sie hier, das ist gut. So, und Schienen haben wir ja auch theoretisch hier. So, wer ist eigentlich da hinten? Also kriegen wir doch sicher die Straße vor die Schiene. Wenn hier später eine Schiene mal langlaufen sollte, ja, das passt. Und hier hinten, hier fahren halt viele Fahrzeuge lang, perspektivisch hier ja gar nicht. Dann würde ich die hier mit dran machen. Das blockiert dann auch nicht die Hauptstraßen, weil ich hatte sonst immer die Autobahn direkt an den Autobahnen, nicht? Und da gab es massives Verkehrschaos. Was vielleicht gut, das getrennt voneinander so ein bisschen zu haben diesmal. Ja, ja, ja. Ah, hier unten hätte sie aber keinen Strom. Ja, okay. Das heißt, hier braucht man noch einen Stromverteiler. Weil das ist ja... Das ist geschenkt. Also den kriegen wir... Den kriegen wir so. Indem wir den hier einfach hinsetzen. Der passt auch gut hier hin. Da haben wir hier auch zum Ausbauen weiter Strom. So, und... Drei noch nach da. Ja, komm. Achso, aber sicherheitshalber, wir gehen... 9 Meter trotzdem nach unten. Und dann erst nach oben. Okay, wir können ja da schon dann in die Tankstellen das Zeug liefern lassen. Dafür können wir schon mal 2 Tanklaster holen. Und ich würde auf die teuren gehen. Ich meine, die kosten 8000, aber... Die können doppelt so viel wie die anderen teilweise transportieren. Wir können 70 fahren. Die sind, weil sie 80 fahren können, noch einen Ticken besser, können aber dafür 2 Tonnen weniger transportieren. Die sind dafür aber sehr lang. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Die haben gar nicht mehr so viel zu tun hier. Ist echt nicht mehr so viel da zum Bauen. Das wäre cool. Ah. Ich glaube, sie haben's. Ja, ich glaube, die haben's. Bauen nur noch die Tankstellen gerade und... Das war's. Und das Umspannwerk. Die haben alles fertig bekommen. Sehr gut. Ja, dann warten wir noch, bis die Tankstellen fertig sind. Dann brauchen wir noch die Essen, Kleidung und Elektronik. Aber das können wir machen, wenn wir Wohnhäuser einplanen. So, bei den Wohnhäusern, ich würde diesmal auch nicht auf die kleinen Wohnhäuser gehen. Also sonst haben wir ja immer mit den kleinen hier angefangen, 30 Leute, irgendwas. Ich würde hier direkt auf die 110 Arbeiter gehen, weil das hat noch eine Qualität von 87. Die anderen haben deutlich weniger. Die kleinen haben halt 77, 89, 80, hier ganz schlecht, aber 80, die haben halt 87. Ja, das ist genau zwischen den beiden aus Ziegel und das glaube ich, geht noch ganz gut, wenn wir die hier hinsetzen. Ja, ich meine, hier haben wir alles. Ich würde den schon irgendwie hinsetzen wollen. So, kommt der überall ran? Zumindest zum Einkaufen kommt der. Der würde nicht an die Kultur kommen. Da muss er halt den Bus nehmen. So, mit der Straße ist halt blöd. Und dann hier... Wohnhäuser kommen auch direkt. Die kriegen keine Gehwege, nicht? Die Wohnhäuser, obwohl... Ja, wäre vielleicht doch ganz clever.
Das kann man ausspiegeln und das kann man auch so schön ineinander stellen. Muss man nur genau hingucken. So. Das müsste passen. Hoffentlich. Das sieht nämlich immer ganz gut aus, wenn die so stehen. Und dann kriegen die hier noch gegenüber auch noch eine entsprechende Siedlung. Passt. Und das Ding kann eigentlich hier hinten dann direkt als neue Auffahrt zur Autobahn. Oh. Ich meine, das hier zählt ja nicht als Kreuzung. Hier fährt ja gar nichts an den Häusern. Das können wir also aus der Regelung Kreuzung ausnehmen. Ich meine, das sind ja wirklich nur Wohnungshausdinger. Wobei mir die Stelle halt nicht gefällt, so. Ich meine, wir könnten den Weg verlängern mit denen zusammen, aber das will ich eigentlich auch nicht. Ich kann auch nicht weiter nach rechts ziehen. Wäre cool, wenn das so ein Müh weiter wäre. Zumindest von den oberen. Vielleicht machen wir es so. Ja, und dann passt die nicht. Ah, das ist ein Rotz. Ah. Nee, das hab ich schlecht gesetzt. So ist okay. Ja, deswegen sind das obere gerade. Obwohl ich ja einfach sagen könnte... Warte mal. Ich kann ja das Gebäude einfach nochmal abreißen. Wohnhäuser. Und das nochmal ordentlich setzen. Manchmal denke ich auch nicht zu Ende nach, oder? Also... Weil guck mal, dann kann ich das doch hier wunderbar... hinflanschen. Und guidigu ist alles fertig. Dann kriegen die hier noch ihren wunderschönen Müllplatz. Kriegen wir das hier hin? Nee. Dann kriegen die den Müllplatz vorne einfach an der Straße. Das soll nämlich auch keine Durchfahrtsstraße werden. Ist das nur das, bist du an einem Müllplatz mit dran? Ja, an dem, oder? Ja, super. Dann haben wir mit den drei Müllplätzen alle Gebäude abgedeckt. Der hier war echt gut gesetzt. Gefällt mir. Auch so mit dem Endstück. Das kann man so machen. Achso, und was haben wir gesagt? Bürger bekommen. Nee, wir wollen noch keine Bürger bekommen. Wir müssen dann erst die ganze Wirtschaft einmal hochfahren. Sobald wir die Häuser haben. Tankstelle fertig, Tankstelle fertig, Tankstelle fertig. Okay. Du belädst dich mit Treibstoff. Entladen, entladen, entladen. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Bei dem machen wir 30, bei dem machen wir, weil es in der Stadt ist, 40. Und hier machen wir 30, dann haben wir 60, 100. Starten, kopieren, einfügen, Route, Linienabstand, starten. So. Am Anfang sehr verwirrend, aber irgendwann hat man es halt einfach raus. Oh oh, okay, wartet. Ich ersetze ihn einfach, auch wenn es jetzt einmal Geld kostet. 4000, 5000.
Aber wir können uns jetzt keine Reparaturwerkstatt leisten. Okay, das heißt, theoretisch würden die Tankstellen jetzt schon mal beliefert. Dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4 LKW und davon einen Kühllaster. Dann fangen wir mit dem Kühllaster an, das ist immer am einfachsten. Kühlung und da nehmen wir... Den mit 2,5 Tonnen gibt es inzwischen schon, das ist natürlich gut. Und Fleisch wird rot bei uns. Und da wir da kein Lager bisher haben, das planen wir dann später vielleicht. Gesamtkapazität, ich mag den halt sehr gerne. Aber der ist eigentlich auch nicht schlecht. Der kann 70 fahren, der kann nämlich nur 62 fahren. Der kann 80 fahren, aber noch weniger transportieren halt. Der ist halt groß, nicht? Der ist 5 Meter. Der ist 7 Meter und der ist nur 5? Nee, das passt nicht. Das ist genau falsch rum, oder? Weil das ist ein Auflieger und das ist ja ein Kompakter. Der ist ein Dreiachser, der ist ein Zweiachser. Da passt doch der Meter nicht. Der ist 8 und der ist auch 8. Der ist 12. Genau, der muss auch 12 sein. Deswegen hängt der vielleicht manchmal, vielleicht stimmt die Länge von dem nicht, sodass da irgendwas reinbuggt. Oh. That could be. Ich nehme den jetzt. Der ist zwar teurer, aber ich mag den einfach mehr. So, Fleisch. Ich hole Fleisch, nicht warten bis voll. Aber da wir jetzt hier ein Lager haben, können wir hier sagen, warten bis leer. Und starten. Das ist doch wunderbar. Dann wird das Fleisch angeliefert. Wir brauchen dann noch einen für Alkohol. Alkohol. Und wir brauchen hier noch einen für Treibstoff. Ich würde aber Feuerwehr, und da können wir schon mal ein Auto kaufen. Und dann nehmen wir den mit Stufe 23, der fährt nur 62. Ein Leiterwagen, Stufe 19. Das ist eigentlich, 23 ist schon wichtig. Komm, wir holen den. Das war der teuerste, aber der passt ja. Alle hol, mach die Birne hol. Ja. Was zu beweisen wäre. Aber wenn man mich anguckt, ist der Beweis erbracht. Hier haben wir alles. Okay. Dann 3 LKW. Die schaffen wir noch in der Folge. Wir beladen uns damit und wir entladen uns damit. Und warten bis leer und starten. Und wir beladen uns damit. Und entladen uns damit. Warten bis leer. Starten. Achso, und wir sagen natürlich, wir brauchen echt nicht so viel Elektronik. So 2 Tonnen maximal. Wir brauchen auch echt nicht viel Kleidung. So 7 Tonnen vielleicht. 3 Tonnen, 7 Tonnen, 23 Tonnen. Ist eine bessere Verteilung einfach. Und wir holen uns Elektronik und entladen uns mit Elektronik, warten bis leer. Und dann sind die drei Sachen auf Vorrat. Dann kriegen die hier ihren eigenen Öl-LKW. Wobei wir den hier dafür benutzen können. Weil die Tankstelle wird perspektivisch nicht mehr angesteuert. Ja. Dann machen wir das so, dass der das und das ansteuert. Und da jeweils 50% entlädt. Weil die anderen Tankstellen würden ja dann funktionieren. Dann fährt er dahin, dahin, dahin und könnte da noch mehr verteilen. Und die Tankstelle läuft langsam leer und dann, wenn die leer ist, können wir sie abreißen. Das können wir abreißen, neu bauen. Und dann sind wir da auch schon mal sicher aufgestellt. Hier wollen wir bitte nur Arbeiter warten lassen.
an den anderen Stationen alles. Genau. Gebäude hat keinen Strom. Ich hoffe, du bist hier mit drin. Ja. Die Wohnhäuser auch. Das könnte überlastet sein, das Stromding. Da oben dann. Aber der übernimmt ja auch teilweise. Aber kann sein, dass wir hier noch einen dritten Strom-Ding sie brauchen dann. Der Weg würde hier anfangen. Ah, das ist übel. Man sieht das halt kaum noch, die Wege, nicht? Das ist echt Sand auf Sand. Warum kann ich nicht? Danke. Der hier ist nämlich auch nicht gerade, wo ich das mal sehe. Ja, super gerade. Ich kann da nicht weiter ran. Dann gibt es halt so einen Übergang. Die kriegen noch ihren Übergang. Wunderbar. Die kriegen hier auch ihren Anschluss. So. Und hier... Ah, die stehen zu dicht dran. Aber wir haben ja gesagt, die kriegen zur Not keinen Anschluss. Dann kriegen die den nur über die andere Seite. Aber ha, das auch. Ach so. Das sind ja auch Wohngebäude. Ja, gut. Pech. So. Die können ja. Hier, genau. Die können über die Seite da angeschlossen sein. Wenn wir es wirklich wollen würden. So vielleicht. Passt nicht ganz. Manchmal ziehe ich nicht weit genug. Das ist ein Problem. So. Dann passt das nämlich mit dem Weg. Dann passt das mit dem Weg. Und dann kriegen die den Anschluss zur Bushaltestelle. Und die auch. So, dann sind alle hoffentlich glücklich. Und miteinander verbunden. Zum Kino kommen sie auch über die Straße oder über den Weg. Doch, das Kino hat zwei Anschlüsse links, rechts. Du hast hier Anschlüsse links, rechts. Und sehr gut. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Wir bauen die Wohnhäuser fertig und in der nächsten nehmen wir alles in Betrieb. Wir sind vorbereitet. Es ist... Dezember 64, 65 starten wir vielleicht mit denen, wenn die Wohngebäude fertig werden. Und wir sind noch über 3 Millionen. Und vielleicht machen wir ja schon unser erstes Plus. Bis zur nächsten Folge.